Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Schlechtwetterplaneten bei No Man's Sky, wo es alles gibt, vor allem Wirbelwürfel und wir noch nicht so genau wissen, was wir jetzt tun. Unten rechts mahnt mich das Spiel, dass mein Schicksal im Jenseits liegt. Das klingt allerdings nicht sehr verlockend, ehrlich gesagt. Und wir sind doch auf der Suche nach Aluminium irgendwie. Weil dann würde ich hier diesen Warp Drive einbauen und dann könnten wir uns mal in ein schwarzes Loch wagen. Da hätte ich total Lust zu. Allerdings gucken wir jetzt erstmal hier, was wir hier gerade gesehen haben. Das ist das Aluminium. Bevor ich jetzt irgendwas mache, gehe ich jetzt hier hinten mal Aluminium abbauen. Jetzt weiß ich, warum diese ganzen Schiffe immer so 40 Aluminium dabei haben. Das ist nämlich genauso ein Pumpe. Wahrscheinlich haben die dann einfach gefunden. So, zack. Aluminium. Einmal mitnehmen, können wir auf der nächsten Handelsplattform vielleicht verkaufen. Ja, und so kommt das dann. Und jetzt sind wir... Na, hier ist wirklich nichts. Ich dachte, in den Höhlen ist was Cooles, aber auch Aluminium gibt es hier unten nicht. Das ist mir jetzt nicht neu, dass es hier nichts Cooles gibt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, vor allem, weil ich doch Aluminium wirklich dringend brauche. Ach, Benno. Oh, hier ist Aluminium tatsächlich. Soll ich jetzt durch diese Höhlen laufen ewig? Und mich dann komplett verlaufen? Darin bin ich nämlich auch Meister, ehrlich gesagt. Hier leuchtet es nur wieder grün. Was ist das? Aluminium. Das ist irgendwo schon ganz cool, dass ich jetzt wenigstens ein bisschen Aluminium gefunden habe. Und hier noch ein bisschen mehr. Das bringt uns dem Warp-Antrieb bei. Naja, wie gesagt, das ist hier so eine... Wow, das ist hier so eine Sache, über die man mal nachdenken kann, wenn wir wirklich diesen Level 5 Warp Drive kriegen. Ne? Also, naja, lass es mich mal anders formulieren. Die Frage ist, wie lang machen wir dieses Let's Play noch? Was ist der Meilenstein, wo ich dann sage, das war's jetzt, das ist die letzte Folge gewesen? Das kann man vielleicht relativ einfach so sagen, wir spielen, bis wir im Mittelpunkt der Galaxie sind. Dann stellt sich mir die Frage, okay, das klingt valide. Im Mittelpunkt der Galaxie. Ist das Spiel dann eigentlich auch vorbei? Kann man da noch weiterspielen, wenn man möchte? Vielleicht. Will ich jetzt nicht spoilern. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht ganz. Ob das, was ich da so weiß, wirklich auch stimmt. Ist auch Aluminium. Ist auch Aluminium. So, jetzt muss ich mal wirklich ein bisschen Aluminium noch ins Schiff geben. Das sind wieder 100, das sind 197, das ist fantastisch. Das heißt, im Schiff haben wir jetzt 500, 640. Wir brauchen noch 160. Wenn wir die haben, dann können wir uns prinzipiell den größten Warp-Antrieb bauen und in das Schiff einbauen. Das Schiff ist nicht das beste Schiff, das es gibt vom Platz her. Und ich überlege gerade, was wäre denn ein schönes... Oder was wäre da ein gemeinsames Ziel? Soll es jetzt so schnell wie möglich
ins Zentrum der Galaxie gehen. Obwohl ich persönlich mir damit noch Zeit lassen würde, weil das einfach nicht meine Art und Weise zu spielen ist, schnellstmöglich in die Galaxie und dann fertig zu sein. Weil dann ist das Spiel ja irgendwie fertig, wenn man so will. Sondern meine Art und Weise zu spielen ist, ich kann mich in diesen Sachen verlieren. Wir können wirklich gemeinsam jetzt tagelang nacheinander hier ganz stumpf Wirbelwürfe sammeln. Und versuchen, möglichst viel Geld zu generieren, um dann ein möglichst großes Schiff zu kaufen und erst dann den Warp-Antrieb zu bauen. Weil das Ding ist, Aluminium zu kriegen ist schwer. Was heißt schwer? Es ist zeitintensiv, es ist mühselig, wie ihr ja vielleicht auch jetzt gesehen habt. Wie lange versuchen wir schon 800 Einheiten Aluminium zu finden? Und ja, ich habe zwischendurch 250 weggeworfen. Aber wirklich viel schneller wäre es halt ohne diesen Fauxpas auch nicht gegangen. Klar, ein bisschen schneller. Wir wären jetzt, hätten wir es schon gehabt. Aber ich bin mir sicher, dass es, wenn ich es jetzt drauf anlege hier in der Höhle und noch ein bisschen rumlaufe, warte gerade. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe so ein Zeichen, dass uns ein Vieh angreift. Okay. Also, Dead End. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Oder irgendwo werde ich wieder rausfinden. Es ist über mir. Gut. Da kannst du dich dann irgendwie lange austoben. Ist mir ehrlich gesagt egal. War ich hier? Hier war ich, oder? Ja, hier war ich. Entschuldigt meine... Jetzt kommen schon zwei. Ich glaube, wenn wir gleich rauskommen, wartet da ein ganzes Begrüßungskomitee da von Viechern, die uns verprügeln wollen. Als ich das gerade so erzählt habe, was machen wir? Wollen wir erst ein großes Schiff kaufen? Oder wollen wir... Hups, jetzt finde ich wirklich nicht mehr raus. Oder wollen wir möglichst schnell zum Zentrum der Galaxie? Und sollte das Spiel dann nicht vorbei sein, kann ich ja selbst noch ein bisschen weiterspielen. Aber als ich euch das so erzählt habe und diesen Satz fallen gelassen habe, naja... Also meine Art zu spielen ist es eigentlich jetzt nicht möglichst schnell in die Galaxie zu kommen, ins Zentrum der Galaxie zu kommen. Eigentlich beantwortet ja genau das die Frage. Wenn es meine Art und Weise zu spielen jetzt ist, erstmal das Schiff zu maximieren, nenne ich es mal, indem ich jetzt wirklich viel Geld sammle und dann irgendwie ein großes Schiff mir hernehme, wenn das meine Art und Weise zu spielen ist, dann sollte ich es vielleicht einfach tun. Schließlich ist das mein Let's Play. Und es wäre doch falsch, jetzt anders zu spielen, als ich es eigentlich selbst spielen würde, oder? Meine Sorge dabei ist folgende. Meine Sorge dabei ist, wir gehen jetzt hier raus, weil wir haben jetzt genug Aluminium. Also das ist nicht meine Sorge. Und das Aluminium schicke ich jetzt auch mal direkt rüber ins Schiff. So, jetzt habe ich nämlich hier 885. Das ist cool. Eigentlich wäre das jetzt unehrlich zu sagen, ne, ich spiele jetzt und möglichst schnell jetzt bitte in die Galaxie kommen. Aber ich mache das natürlich hauptsächlich, weil ich die Sorge habe, dass es euch langweilig wird. Andererseits
Da habe ich ein sehr schönes Lob bekommen von jemandem, der meinte, naja, wenn ich irgendwie auf der Arbeit bin, dann gehört dir unten links in meinem Monitor die Ecke jeden Tag und dann lasse ich dich laufen. Und das geht natürlich, wenn man Let's Plays so konsumiert. Und ich muss gestehen, dass ich das als sehr, sehr großes Lob empfinde, einfach im Hintergrund laufen zu können bei jemandem, der eigentlich was anderes macht und nicht trotzdem im Ohr hat. Denn ich erzähle ja hier nicht von wissenschaftlichen Abhandlungen, ich rezitiere keine Formeln, sondern ich rede so ein bisschen vor mir hin. Wenn das die Art und Weise ist, wie dieses Let's Play geguckt wird, dann ist das doch fantastisch, weil dann kann ich wirklich hier anfangen, Emerald und Gold zu meinen und immer mal, wenn es ein bisschen spannender wird, so ein paar Wirbelwürfel einzusammeln und die dann zu verkaufen und irgendwann hoffentlich 10 Millionen Credits auf dem Konto zu haben oder 15 Millionen, um mir dann ein wirklich dickes Schiff zu kaufen. Dass ich dann den super-duper Warp-Antrieb einbaue. Vielleicht mache ich das, weil das tatsächlich auch eine Art und Weise ist, die ich sehr sympathisch finde, wie man dieses Let's Play hier konsumiert. Diese ganzen actiongeladenen Let's Plays, diese ganzen actiongeladenen Let's Plays haben wir schon, super. Das ist eine Menge Gold. Haben wir schon. Ich komme in Frieden. Glaub mir, ich will wirklich nichts von euch. Ihr seid mir sehr, sehr, sehr sympathisch. Was mir nicht sympathisch ist. Bist du. Heridium. Das ist nicht das Seltene, das Heridium, ne? Mal ein paar Goldstacks vorhin machen. Ich weiß gar nicht, was so ein Wirbelwürfel wert ist. Ein Stack Gold ist wert 50.000. Okay, das ist schon mehr wert als so ein Wirbelwürfel. Dauert natürlich auch ein bisschen länger. Und Heridium ist nochmal... Heridium. Emerald ist nochmal mehr wert. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst. Und dieser Strahlen, das war Chrysonit, was wir da noch brauchten, ja, ich glaube. Das ist ein bisschen schade, dass man nicht reingucken kann, glaube ich, in die Baupläne, was die benötigen, ohne dass man einen freien Slot hat, wo man ihn potenziell hinbauen kann. Denn ich müsste mich dann jetzt bei meinem Multiwerkzeug von einer Sache trennen, wo ich dann vielleicht den Strahlintensivierer nochmal reinbauen würde. Den nächsten. Ja, Wirbelwürfel gehen halt irgendwie. Klar ist so ein Stack Gold vielleicht mehr wert und ein Stack Emerald noch mehr wert. Aber was da in der Rechnung eben nicht drin ist, ist, wie lange wir brauchen, bis wir so ein Stack voll haben. Und das ist eine Weile. Das ist eine ewige Weile. So. Wir laden nach und jetzt sammeln wir mal ein paar Wirbelwürfel, beziehungsweise so viele nicht.
So, jetzt muss ich mal ganz schnell entschuldigen, dass ich gerade so ein bisschen konzentriert war. Okay, der Giftschuss ist offline. Da gehen wir jetzt mal rein mit Titan. Super. So, wo ist unser Schiff? Da, dieser. Ah, da hinten. Ein Baby, ach wie schön. Ja, ach, fick dich ins Knie. Ich hab keine Lust. Boah. Der Jemine. Dieses Höhlensystem, in das ich da eben gegangen bin. Oh, ein Winterfall. Dann laufen wir jetzt noch mal ein wenig. Super, das ging einfach. So, wir haben ein wenig Gold, wir haben... Wir haben Plutonium. Oh Mann, das geht so schnell, wenn Sturm ist. Ich überlege gerade, ob wir hier schon waren. Oder ob wir gleich in die Höhle sind. Ich glaube, wir sind gleich in die Höhle, oder? Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Wir werden es gleich sehen. Na, wir waren noch nicht hier. Strahlenfokus Tower, das wäre was gewesen. Was mich jetzt interessiert hätte, wie viel... Wo mich interessiert hätte, wie viel Rohstoffe wir brauchen. Und natürlich habe ich es weggedrückt. So rein... Rein effektmäßig, affektmäßig. So, Granatenintensität Tau, ja. Schauen wir mal, was es hier gibt. Der Ausblick. Das Observatorium. Ich möchte jetzt... Seid mir nicht böse, wenn ich es nicht lese. Wenn ihr das lesen möchtet jetzt, dann... Drückt Pause. Aber die Texte wiederholen sich und es ist relativ müßig, immer wieder das Gleiche zu lesen. Nun... Eine Ruine. Eine Ruine, die... Geht so. So, Interesse ist eher so, geht so. Interesse, mäßig. Aber ein Handelsterminal fände ich jetzt ziemlich, ziemlich gut. Um das Gold mal zu droppen. Oh, da haben wir noch ein bisschen Aluminium. Den nehmen wir noch mit. ...24.000, das ist nicht wenig, das ist wirklich nicht wenig. Wir haben ja viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Das ist ja cool. Eine Wurzel, ach cool.
Das ist tatsächlich cool. Jetzt müssen wir nur mal wieder warpen. Und ich habe tatsächlich nichts frei, ne? Schmeißen wir noch ein Würfel. Komm. Genug, genug, genug. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch einen Handelsposten finden. Wobei, das ist ja immer so. Nur noch schnell einen Handelsposten finden. Wie das immer so ist. Mal eben einen Handelsposten finden, das ist auf diesem Planeten immer furchtbar. Ich fliege jetzt absichtlich mal ganz woanders hin. Entschuldigt bitte. Ja, da ist doch schon einer. Super. Super. Da hinten können wir sogar noch Gold abbauen, wenn wir wollen, aber vor allem können wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Aluminium ins Schiff legen. Also das ist Zimmer mit Aussicht, nennt man das ja. So, jetzt gehen wir hier schnell rein und dann, bevor ich irgendwas mache, da hinten gibt es ein Multiwerkzeug rechts. Hat das mehr als 24 Plätze? Wir werden sehen, wir werden es morgen sehen. Schaltet wieder ein, abonniert mich, liked mich, erzählt weiter, dass ich das hier mache. Und lasst mir vielleicht einen Kommentar da, was ihr als nächstes sehen wollt für ein Spiel, wenn wir No Man's Sky durchgespielt haben. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf euch. Bis morgen. Arrivederci.